Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei Levis Cards 12. Ich begrüße euch zu einem Unpacking eines Rebuy-Pakets. Dieses Päckchen werde ich gleich auspacken und Klappe auf. Und wir holen das mal raus hier. So, zack. Dann fangen wir doch mal an. Als erstes haben wir hier ein Spiel namens Colat. Interessantes Game. Kommt von Sean Bean. Nicht Mr. Bean, sondern Sean Bean. Mit einem ziemlich gruseligen Cover. Ich kannte das Spiel vorher nicht. Und als ich das gesehen habe, musste ich einfach es in die Sammlung holen, Freunde. Sieht nach einem Horrorspiel aus. Aber es ist, glaube ich, so ein Walking Simulator oder Spaziergang. Man durchforstet irgendwelche abgelegenen Gegenden. Und hier sehen wir Gleise von Zug und irgendwelche Wälder, Höhlen, die man durchforschen muss, damit man auf die Lösung des Rätsels kommt. Das klingt wie Cola, aber es ist Colat. So. So, für die Blazy 4. Gibt es übrigens auch für PC, habe ich gesehen. Und dann kommen wir zu einem PlayStation 1 Kracher, würde ich sagen. Porsche Challenge in der Platinum-Version hat mal 49,95 D-Mark gekostet. schön, dass man den Preis hier erfährt, aber das abzumachen wird bestimmt ziemlich schwierig sein. Und direkt hier drauf geknallt, ist natürlich nicht so toll. Gut, 50 Mark, ich habe dafür nur ein paar Euro bezahlt. Klar, ist gebraucht. Ja, ein Rennspiel, wo es hauptsächlich um die Marke Porsche geht. Und man fährt meistens hier mit Porsche Boxstern rum. Von dem preisgekrönten Total NBA 97 Team kommt ein Racer. Ja, schöne Farben. Mit Cabrio lässt man den Wind durch die Haare gleiten und fährt einen Porsche. So, boah. Also Hülle ist in Ordnung, abgesehen von dem Sticker. Die CD sieht auch gut aus, ja. Es ist zwar nur dieses Silberne, aber gut. Und ein Telefonbuch erwartet uns als Booklet. Schauen wir mal rein. Das sind die Fahrer, die man fahren kann. Beats, the DJ, Dan, the Kickboxer, Takabu, the Hacker. Also bessere Namen hätte man nicht nehmen können. Nikita, the Journalist, Marco, the Mechanic und Rachel, the Model. Ja, schön. Eine kleine Biografie ist dann noch enthalten. Ansonsten hat man hier nicht sehr viel an Bildern drin, leider. Ich habe das damals sehr gerne gezockt, muss ich sagen. Es ist eines der besten PlayStation 1 Spiele im Genre Racing. Nee, ist alles gleich. Ich habe, wie gesagt, in verschiedenen Farben, verschiedenen Sprachen. Farben. Nein. So. Porsche Challenge. So, dann geht's weiter, Freunde, mit einem Retro-Spiel All-Stars Tennis 99. Kommt mit diesem Booklet. Und wer ist das? Wer ist der Star des Spiels? Es ist Michael Chang. Kennt ihr den noch? Ich habe damals sehr gerne geguckt. Wobei ich muss sagen, ich habe WTA mehr geguckt. Mit Gabriela Sabatini, mit Monika Seles und so weiter. Die Damen. Interessiert mich heute immer noch sehr, wenn man zum Beispiel Serena Williams, Maria Sharapova und sowas anschaut. Männertennis ist einfach, ist auch cool, aber es ist ziemlich Power. Ja? Damentennis hat mehr Technik, finde ich. Wobei Power, Serena Williams, die hat auch richtig Power hinter den Schlägern.
Kontakte, blitzblank. Das Game auch ganz gut. Ja. Etikett perfekt. Und wir schauen in das Booklet rein. Moment, das tue ich mal zur Seite. Da sieht man, was man alles machen kann im Spiel. Arcade Mode versus Mode Tournament. Und diese Spieler sind wohl bei Michael Chang. Ein ja, Amerikaner, aber der ist, glaube ich, irgendwie Chinese oder so. Jana Nowotna ist dabei. Ey, cool. Das ist die tschechische Spielerin. Wer ist noch dabei? Gustavo Kürten müsste, glaube ich, ein Brasilianer sein. Richard Krajicek ist auch, glaube ich, ein Tscheche oder Holländer, ich weiß nicht genau. Dann haben wir hier Marc Philippoussis, kenne ich jetzt nicht so. Amanda Kötzer, ich hoffe, dass Gabi mit dabei ist, Gabriele Sabatini. Conchita Martinez, die Spanierin. Jonas Bergmann. Aber cool, dass sie so ein Booklet mit den Tennisspielern haben, alles. Ja. So, und das war's auch. Dann nochmal in Deutsch das Gleiche. Guck mal, also. Das sind also die Tennisspieler, die dabei sind. Wimbledon Champion 98. Hat sie dann gewonnen. Cool. Sieht cool aus. Mein erstes Tennisspiel für die N64, Freunde. So, tun wir das mal zur Seite und kommen zum nächsten Spiel, das der braune Kreisel, der sich in Geschwindigkeit dreht und alles zerfetzt. Der gute Taz. Für den Super Nintendo Tasmania schauen wir auch hier den Zustand. Bild ist gut. Kontakte sehen auch gut aus. Und hinten, abgesehen hier von einem Edding-Punkt, alles in Ordnung, würde ich sagen. Ich war mir nicht sicher, ob ich das Spiel kaufen soll, denn es ist, obwohl es ein Kinderspiel aussieht, es ist ab 18. Ja, obwohl es die PAL-Version ist, das verstehe ich jetzt bei Rebuy gar nicht, weil das, wieso ist das Spiel? Gut, Import muss halt ab 18 sein, irgendwie bei denen, denn andere, die verlangen, dafür glaube ich jetzt nicht für Import, nur ab 18. Naja, fand ich jetzt nicht so berauschend, diese 18-Sache bei solchen Kinderspielen halt. Von der Grafik her, ich habe es ein bisschen angezockt, man rennt mit dem guten Test auf einer Straße entlang und versucht dann irgendwelchen Gegnern auszuweichen, beziehungsweise irgendwelche gelben Vögel einzufangen. Es muss nicht in jede Sammlung, denke ich mal. Also da gibt es bessere Looney Tunes Spiele oder Disney Spiele. Aber das ist hier, naja, ich habe es halt für die Sammlung geholt. Und da ich Tasmania, also Taz sehr mag, ist ein sehr cooler Looney Tunes Charakter. Na, so. Und jetzt kommen wir zum letzten. Da erwartet uns eine DVD, eine Dreierbox mit Rey Mysterio, The Biggest Little Man, dieser mexikanische Wrestler mit der Maske, der seit Jahren in der WWE tätig ist. Sehen wir hier sehr schöne Bilder. Das Ding war nur ein paar Euro, deshalb musste ich einfach zugreifen. Ich mag einfach Wrestling sehr, wie ihr wisst. So seht denn halt die DVDs aus. Cool, dass sie unterschiedliche Motive gewählt haben für jede DVD. Und auch das Design gefällt mir gut. Hier sehen wir seine High Flying Moves, dafür ist er ja bekannt. Und hier ist, glaube ich, noch Werbung zu Sunshine und Marine mit dem guten John Cena. Ja, viele Wrestler sind ja auch Filmstars. Gibt es Filme von. So. Ja. So, ich glaube, das ist das Frontcover.
Ich glaube, ein Booklet oder ein Schuber fehlt hier. Oder ist das so normal? Keine Ahnung. Normalerweise müsste so ein Schuber sein. Aber gut. Der hat aber stechend blaue Augen. Das sind Kontaktlinsen natürlich. Und er hat wirklich gute Moves drauf, der gute Rey Mysterio. Das war das Unpacking zu diesem Rebuy-Paket. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.